mal von mir eine kleine Ansage, dass ihr vielleicht euch absprecht für den fünften Abend. Wir haben beim Gebet jetzt gemerkt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, den fünften Abend als Gesprächstermin ausfallen zu lassen und euch einfach nur auf diesen besonderen Abend einzulassen, der auch ein bisschen anders laufen wird als die bisherigen Abende. Ihr bräucht dafür wirklich eine Stunde am Stück, weil das wir diesmal in einem Video gemacht haben. Und lasst euch da einfach darauf ein, auf diesen Gebetsflow, und dass der Herr euch da wirklich beschenken kann. Und wir beten dann nur um die Ausgießung des Geistes, also nicht, wie man es manchmal auch gewohnt, vielleicht ihr gewohnt seid, kein hörendes Gebet, sondern nur diese Ausgießung des Geistes, lasst es auf euch wirken und versucht es nicht zu zerreden. Wenn ihr was anderes machen wollt oder dieses hörende Gebet auch in einer vielleicht realen Präsenzgruppe machen wollt, könnt ihr zwar machen, aber unsere Empfehlung ist, es auf sich wirken zu lassen, mit den Impulsen der nächsten Woche weiterzumachen und erst dann am Schluss in der nächsten Woche, dann übernächsten Woche, dann das dann ins Gespräch zu bringen. Seid mutig und stark. Viel Freude mit dem Heiligen Geist.